einen wunderschönen guten Morgen. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg nach Kenzingen, unsere Autos abholen. Wir haben uns jetzt mit Marco, Stefan und mir, genau, in Brilon an der Tankstelle getroffen, weil wir alle in Brilon wohnen. Genau. Ganz einfach. Und sind jetzt auf dem Weg nach Kenzingen. Wie fahren wir denn eigentlich? Wir fahren Niedersfeld, Winterberg, Marburg, dann auch für A5. Frankfurt runter, dann Frankfurt, Mannheim. Ja. Und so weiter. Auf jeden Fall irgendwo in der Nähe von Gießen treffen wir Philipp, weil der wohnt in Delbrück. Oder bei Delbrück. Und es wäre ein Umweg gewesen, wenn der erst nach Brilon gekommen wäre. Der fährt direkt über der A44, über Kassel und stößt dann immer auf die A5. Und da suchen wir uns einen Rastplatz aus. Da machen wir einen kleinen Zwischenstopp. Und dann sind wir alle zusammen. Und dann fallen wir in Kenzingen ein. Wird, denke ich mal, lustig. Auf jeden Fall wird die Rücktür lustig, wenn wir die ganzen Autos drauf haben. Ja, wir haben extra den Bulli beklebt. Habt ihr bestimmt gesehen bei Instagram in den Stories. Gott. Wir haben, mussten, glaube ich, ein bisschen Anpassung vornehmen. Ne? Diese Dreiecke, die wir da drauf geklebt haben, das war echt eine Katastrophe. Ne? Wir haben die Hälfte wieder abgerissen. Obwohl es sah eigentlich gut aus, die eine Seite, die ihr gesehen habt. Wir blenden noch was ein. Nur das Problem war, wir haben das auf der anderen Seite nicht nochmal so hingekriegt. Ja, dann haben wir einfach gesagt, okay, dann müssen wir es rechts auch wieder abreißen, weil wir haben es nicht nochmal genauso geklebt gekriegt wie auf der rechten Seite. Und deswegen haben wir uns jetzt nur auf die einfache Geschichte fokussiert. Und nur den Text. Den Text gelassen. Obwohl die Streifen unten an der Tür, die sind eigentlich ganz gut geworden. Die haben wir auch dran gelassen. Ja. Ah, es passt schon. Also, wir haben jetzt erstmal mit Folie da romantiert. Klar, so einen kleinen Aufkleber haben wir mal schon mal gemacht, ne? Aber. Also wirklich Hut ab an den Leuten, die da ganze Autos folieren. Ja, das ist nicht mein Job. Also absolut nicht mein Job. Jetzt, wo ich meine Scheiben so sehe, wie sie verschmiert sind, ne? Ja. Ich meine, ist schon manchmal dämlich. Warum? Wo ich noch gefahren bin, ist mir mein Scheibenwasser ausgegangen. Ja. Und dann musste ich mir an der Tankstelle irgendwas holen für teuer Geld. Ja. Und ich habe das reingekippt und habe mich jedes Mal, wenn ich das benutzt habe, tierisch drüber aufgeregt, wie scheiße das Froschschutz ist, was ich gekauft habe. Weil es hat echt, es hat nur geschmiert, ne? Ja. Und dann, wo es leer war, vielleicht so eine Woche später, habe ich nachgefüllt. Du glaubst nicht, was ich entdeckt habe. Das war Konzentrat. Nee. Das war kühler Froschschutz. Das stand nebeneinander auf der Palette. Das haben die echt doof gemacht. Und beides war blau irgendwie. Weil es gibt ja auch blaues kühler Froschschutz. Ja. Und guck auf Scheibenfroschschutz und greif kühler Froschschutz und check es nicht. Das kannst du dir vorstellen, Glyzantin ist ja immer so leicht so schmierig, ne? Ja. Boah, ich hab, ne. Geflucht hast du. Das schäumt doch auch gar nicht, hat doch gar keine Reinigungswirkung. Nee. Und was ist das für eine scheiß Plörre, weißt du? Und dann noch so teuer, weil kühler Frosch ist ja auch ein bisschen teurer, ne? Oh Mann. Das sind immer diese Momente im Leben, da packt man sich an eine Birne und hofft, dass es keiner mitgekriegt hat. Ziel Nummer 1 erreicht. Wo sind wir? Wetterau. Wetterau Parkplatz. Philipp müsste auch da sein. Da fährt der nächste Bekloppte an uns vorbei. Bis gleich. Ich muss immer pinkeln. Guten Morgen, Filippo. Moin, Alexis. Alles gut? Seid ihr doch schneller hier gewesen. Ich dachte, von Gießen, da braucht er nur 20 Minuten, eine Stunde. Da ging ja. Wir haben richtig Gas gegeben. Kette gegeben, ja, genau. Halt mal kurz. Noch ran. Mir ist kalt. Mir ist echt kalt, ne? Das ist richtig mies. Anstatt man einfach eine Jacke anzieht, wäre zu einfach. Ja, viel zu einfach. So. Wie viel Grad haben wir denn? Hat das Ding hier so eine Außentemperatur? 3 Grad und wir tun so, als wenn es minus 30 wäre. Das fühlt sich an wie minus 30. Schon wieder, das war ja wirklich, das war
mein tägliches Brot. Ne? Ich habe ja Marco seinen Job gemacht. Also ich war immer auf der Autobahn, immer am Fahren, habe die Autos vorgestellt, abgeholt, wie auch immer. Und jetzt seit zweieinhalb Jahren bin ich ja nur noch in Rüthen. Und jetzt mal wieder so zu fahren, ist schon mal wieder was anderes. Vermisst du so ein bisschen, oder? Ja, schon. Auf jeden Fall. Es war ein ganz anderes Leben. Ich war halt Angestellter. Jetzt ist es auch geil, ne? Aber es war halt anders. Was ich vermisse, ist so im Sommer, wir haben ja viele Übernachtungstouren, dass wir irgendwo übernachten müssen. Ja. Und wenn du dann abends Feierabend hast und sitzt irgendwo im Biergarten, lecker essen, ein Bierchen dabei, hast du den Tag ausklingen lassen, ne? Das war schon cool. Auch unsere Fahrer halt, die sind halt ihr eigener Chef, ne? Ja. Wenn man auf der Straße ist, dann ist man sein eigener Chef. Man plant sich selber, man entscheidet selber, wann man Pause macht, wie auch immer. Und jetzt, wo ich gerade so wieder Frankfurt vor mir sehe, es weckt schon wieder alte Erinnerungen. Aber man muss für sowas auch geboren sein, ne? Also man muss gerne Auto fahren. Man lernt unterschiedliche Leute kennen. Dann ganz viele Charaktere und so, ne? Ja, dann kriegst du bei denen ein Stück Kuchen, dann da einen Kaffee und dann spricht man über das Auto, ratzfatz sind da irgendwie zwei Stunden weg, dann ich habe Kunden gehabt, die haben deinen Grill angeschmissen und also manche sind ja echt herzlich, ne? Ich bin ja ganz oft auch Italien gefahren, nach Casalini, die Autos abgeholt. Ja. Das macht dann schon Spaß. Das ist dann eine 3-Tages-Tour, ne? Es war, pro Tag musst du deine 700-800 Kilometer machen, dass du es schaffst. Ja. Aber es macht dann irgendwie Spaß. Man sieht dann auch viel, ne? Gerade ja. Italien, so da Brenner ja. Wahrscheinlich runter, ne? Genau, über boah, ich kriege Gänsehaut. Das ist so eine geile Strecke. Bis, also Deutschland dann nicht, weil das kennt man, aber so ab Österreich. Dann über den Brenner, dann Italien, ist schon geil. Ist das am Mittelmeer, Casalini? Nein, Casalini ist direkt am Anfang von Italien, sag ich mal. Ne? Also an der österreichischen Grenze. Ja, also von Brenner aus. Ui, was machen die denn hier mit mir? Guck mal, die fahren mir alle in das Auto gleich. Können alle nicht fahren. Also ich habe immer im Matrei geschlafen in Österreich. Von da aus war es genau eine Fahrzeit bis nach Italien, also 4,5 Stunden. Wir haben ja Fahrerkarten. Ich habe es genau in diesen 4,5 Stunden Rhythmus geschafft von meinem Schlafplatz Matrei nach Piacenza, ja. Nach Casalini, Laden, Pause und wieder 4,5 Stunden zurück Matrei. Und dann habe ich es im Tag darauf in meine 10-Stunden-Tour wieder bis nach Hause geschafft. Also der zweite Tag war immer der leichtere. Ja. Also einmal richtig Knüppelfahrt bis Matrei. Ja, 10 Stunden. Genau. Okay. Dann zweiten Tag ein bisschen Larifari, da kann man auch mal schön was essen gehen dann in Österreich. Und dann den dritten Tag wieder nach Hause knüppeln. Aber ist schon lustig. Vor allem, wenn du dann voll beladen aus Italien kommst mit 4 Autos, fährst du in den Brennerpass runter, geht er dann bergab und du guckst in den Spiegel und siehst, wie sich deine Bremse verabschiedet vom Hänger. Fast bei jeder Italien-Tour. Das ist ja eine Auflaufbremse bei unseren Hängern. Ja. Und es bleibt gar nicht aus. Durch das ständige Bergabfahren, du bremst gar nicht. Aber weil der immer aufläuft, der Hänger, ja. Ist die permanent am Bremsen. Und die fängt immer an zu kochen. Scheiße. Weil das halt so lange bergab geht und so konstant dann immer bremst, dass sie einfach heiß läuft. Die ersten paar Mal dachte ich immer, dass sie immer fest ist. Aber das ist halt nur, weil es... Ne? Wenn du zweimal gemacht hast, dann kannst du erneuern, ne? Ja. Also so alle 3 Italien-Touren ist es eigentlich dann hops. Krass. Übel. So, unser Überholverbot ist, glaube ich, vorbei. Also, wer uns bei Instagram verfolgt, wir haben eine Menge Spaß gehabt auf dem Hinweg schon. Ich bin gleich gespannt auf dem Rückweg. Wir sind jetzt auf jeden Fall jetzt jeden Moment da. Wir fahren erstmal auf dem Hof, dann gucken wir erstmal, wie da alles so abläuft und dann sehen wir uns gleich wieder, würde ich sagen. So, der Ablauf. Na? So machen wir das.
Ja, wir sitzen jetzt hier bei Eichstern im Büro, warten auf die Geschäftsführerin quasi. Ja, das hat sich so ein bisschen gewechselt. Das ist aus so einem Familienbetrieb, kann man sagen. Aber gucken wir mal. Im Hintergrund kann man vielleicht so ab und zu mal ein Auto fahren sehen. Die Kollegen sind schon am Aufladen. Ja, das ist der Dieter, der ehemalige Geschäftsführer, kann man sagen. Ihr habt jetzt innerbetrieblich die Geschäftsführer getauscht. So ist es nicht. Ja. Wir sind beide Geschäftsführer. Ach so, okay. Wir teilen uns die Geschäftsführung. Dass man sich die Arbeit ein bisschen auch aufteilt, ne? Ja, genau. So wie das, genau. Ja. Für Lena ist das seit, wie viele Jahren ist es jetzt da? 5 Jahre, 6 Jahre? Insgesamt seit 2012, also. 8 Jahre schon da. Und, war schöne Zeit, ja. Hat hier quasi, kennt den Laden und macht ja auch weiterhin den Vertrieb. Das heißt, ja, wir teilen uns die Aufgaben. Schön. Aber wir können natürlich immer noch dann weiter ansprechen, je nachdem, was wir für Fragen haben. Bleibt alles, wie es ist. Es geht also ja auch nicht darum, Ligier jetzt vom Sockel zu stoßen. Doch, das ist mein Ziel. ich würde das jetzt einfach als sportlichen Wettbewerb machen. Ja, ist so. Ja, ohne die einen gibt es auch die anderen nicht. Ich würde gerade sagen, ich bin ehrlich froh um den Wettbewerb. Ich muss auch sagen, der ist bis jetzt relativ fair. Jetzt zu euren Zuschauerfragen an Eichstern. Wie viele Standorte habt ihr in Deutschland? Also es gibt so rund, du hast ein bisschen aufgeräumt, ja, es wird immer so, ne, dass es Händler gibt, die zwar da sind, aber dann doch nicht da sind, so um die, kann man sagen, um die 60 oder 60 aktive Händler und dann nochmal etwa 100, ich sage jetzt mal, Standby-Händler, die Werkstätten betreiben, also unsere sogenannten Service Partner Plus. Ja. Darauf kann man wirklich stolz sein, ne? Für ganz Deutschland, das habt ihr ja aufgebaut, quasi das Netz, ne? Ja, also wir sind da noch lange nicht, sagen wir mal so, dass wir jetzt zufrieden wären oder uns zurücklehnen würden. Wir würden sogar sagen, da ist noch ganz schön viel Luft nach oben. Ja. Was kostet der teuerste Eichstern? Das ist eine Zuschauerfrage. Das ist ja weit hergeholt, ne? Aber wenn wir jetzt wirklich volles Programm, müsst ihr auf den Konfigurator gucken, ne? Oder gibt es von Eichstern sogar irgendwas, dass man sagt, okay, man kann sich die Sitze separat extra polstern lassen oder also, Naturleder, ist das überhaupt möglich? Machen wir das? Nee. Ja, einmal muss man unterscheiden zwischen Eichstern Classic Diesel und Eichstern Elektro. Beim Eichstern Elektro, wenn wir jetzt den E-Coupé GTI nehmen, das heißt, dass man schnell bei 22, 23, 24.000 Euro die Standheizung noch dabei nehmen. Und vielleicht noch, keine Ahnung, Satzinger-Räder, ABS und Aufkleber. Genau. Um es ein bisschen abzukürzen, also Elektro-Eichstern, volle Hütte mit Aufklebern, grob 25.000 Euro, wenn man dann so will. Werden günstigere Autos kommen? Bei aller Liebe, wenn man das mit Auto nimmt, ich glaube, dass 9.950 ab Brüten, also mit den ganzen Transportkosten vom Hersteller, das ist schon mit einem der günstigen Fahrzeuge, was auch wirklich konkurrenzfähig ist. Ne? Also zur Preisentwicklung ist gerade im Moment schwierig, weil auch der Weltmarkt da ziemlich in Bewegung ist, was die Rohstoffe angeht und eben was auch die Zuliefererproblematik angeht, allein wegen der Pandemie. Da wissen wir natürlich auch nicht, ob es zum Beispiel eine Preiserhöhung geben wird. Im Moment ist kein Gespräch. Wie viele Autos bekommt Eichstern Deutschland pro Woche, Monat oder im Jahr gesehen? Ich weiß nicht, worauf wollen wir uns jetzt einigen? Aufs Jahr, auf Monat? Ja, ich würde jetzt mal sagen im Monat. Und da kann man sagen, wir kriegen zwischen 60 und 100 Fahrzeuge im Monat. Das ist schon gut. Ob Eichstern jemals Autos mit Sitzheizung rausbringen wird? Das ist eine Frage, die würde ich gern mal weitergeben an den Hersteller. Ja, das ist auch noch eine Frage, ne? Moment, ich suche das gerade, ich komme zum nächsten. Also das wird dann den Hersteller erfragt, richtig? Genau. Moment. Das müssen wir uns aber dann aufschreiben, weil das wurde ich schon gefragt. Ich finde das eigentlich sehr sinnvoll. Ne? Und es ist auch kein Kostenpunkt für den Hersteller, ne? Diese Heizmaterialien zu basteln. Ich kenne viele, die sie sich selbst einbauen in diese Zimmer. Solange sie in den Flammen aufgehen, ist es gut. Okay. Da kommen wir auch zum nächsten Punkt.
Jetzt ein paar Fragen von uns, die wir uns überlegt haben, gerade kurzfristig, weil wir sind immer schlecht vorbereitet. Verbesserungsvorschläge an Alxam. Uns fällt auch manchmal auf, jetzt nichts Schlimmes, aber so Kleinigkeiten, was der Hersteller vielleicht besser machen könnte. Da fragen wir uns, bringt es das, die Fragen an Alxam Deutschland weiterzuleiten oder direkt an Alxam Frankreich? Oder nimmt sich der Hersteller überhaupt diese Frage oder diese Vorschläge an? Oder sagen die, können wir eh nichts dran ändern? Ja, nein. Also es ist auf jeden Fall sinnvoll, dass man die Fragen und Verbesserungsvorschläge sammeln, also sprich, dass sie zu uns kommen, denn das ist auch Sinn und Zweck unserer jährlichen Zusammenkunft, wo wir auch solche Sachen immer diskutieren, auch dann in der Regel direkt mit dem Hersteller, weil die dann in der Regel dabei sind bei den Meetings. Dieses Jahr wird es etwas anders laufen. Wir werden es über Videokonferenzen machen, aber wir werden da genau diese, sagen wir mal, Probleme oder die Sachen, wo wir sagen, das könnte man besser machen, wieder diskutieren. Und natürlich geben wir das an den Hersteller weiter. Ja. Was viel gefragt wird, ob man es nicht eine Sitzhöhenverstellung gibt, weil vielen ist das der Sitz zu niedrig. Ja, das wäre auch so ein Punkt für die Zukunft, weil das kann kein Hersteller. Sitzhöhenverstellung ist wahrscheinlich wieder mit Mechanik verbunden und mit Gewicht. Das ist unser größtes Problem oder unser größter Kampf und der Kampf des Herstellers ist, alle Verbesserungen so darzustellen, dass sie nicht ins Gewicht. Ist wieder an? Ja. Dann nur noch eine Frage. Wer betreut den Instagram-Kanal von euch? Du? Okay. Dass ich weiß, mit wem ich da schreibe. Weil wir machen zu dritt so ein bisschen neuerdings. Ja, hab ich mir gedacht. Wurscht, so kreuz und quer, dann muss ja nicht immer jeder den ganzen Tag am Handy sitzen. Ja. Ja. Sonst, wollt ihr noch irgendwas sagen? Oder? Nö. Wie lange wart ihr unterwegs? Wir freuen uns, dass ihr heute so viele Autos abholt. Ja. Ja, ihr braucht Platz, ne? Bedankt. Ja. Danke, dass wir euch heute interviewen durften, quasi. Ja. Ich meine, Kamera ist ja nicht immer so das Wahre, steht vom Ei. Man gewöhnt sich aber dran. Ja. Ich denke, wir konnten euch ein paar Fragen beantworten und ihr wisst jetzt, wer Alxam Deutschland ist. Weil wir haben tatsächlich immer oft gehört, ja, wir sind ja der Händler für Alxam. Ne? Irgendwie, weil wir ja im Internet so präsent sind, haben das viele gedacht. Ja. Und damit haben wir es jetzt heute mal eindeutig klargestellt, wer hier was ist. Danke. Gerne. Wir hatten schon mal einen Ducato, da haben fast zwei drauf gepasst, weil wir hatten einen Fahrer, der ist reingefahren und der hatte dann eine Beule nach innen. Ja, man muss einmal mit Schwung. Du musst einfach so ein Stück raussägen, dann ist er so hinten im Kreuz. Habt ihr eine Werkstatt drin? Bitte? Habt ihr eine Werkstatt mit diesen Leuten? Ich glaube, es ist sieben. Für Werkstatt. Ich muss auch immer zählen. Das ist wie viele Angestellte hast du? Toni, ja, jedes Mal. Fünf habe ich jetzt. Barbara und Carsten, wenn du die noch dazu zählst. Barbara, Carsten, sieben. Ja, genau. Wir sind 12, ne? Insgesamt? Ja. Mit mir? Ja. Ja, er macht natürlich wesentlich mehr Werkstatt. Ja, wegen Krankenverschuldung. Ne? Aber wir haben den Charlie, die Montage. Ja. Den Charlie. Ich kann sagen, ein Teil davon ist Montage. Ehrlich gesagt, es ist doch jetzt schon nicht langweilig. Ich bin schon ganz froh, dass wir auch noch andere Sachen zu tun haben. Ja. Auf jeden Fall haben wir jetzt alles verladen. Hat doch länger gedauert wie gedacht. Wann waren wir eigentlich da? So gegen 11 Uhr, ne? Ja. Wir haben jetzt fast 2 Uhr. Haben wir uns richtig Zeit gelassen. Haben jetzt noch circa 5 Stunden zurück. Und werden noch so ein paar Aufnahmen machen. Boah. Ist keine Frau. Nein, ich habe keine Frau. Das ist wie eine Wundertüte. Ich weiß gar nicht, was da drin ist. Hätte ich das gewusst, hätte ich das heute Morgen schon gegessen. Ich
film da mal runter, das sieht man wahrscheinlich. Aber ich bin nicht so, hier hast du den Pinken. Lecker. Guten Hunger. Danke. Und da überholen wir den Philipp mit dem City Sport, mit dem Charlie Führerschein frei und mit nochmal City Sport. Alle munter. Dann haben wir den Stefan mit einem Min-Auto, ein City Sport in Titan Metallic, City Sport in Perlmutt Rot. Da ist er. Und dann haben wir Marco mit einem City Pack. Crossover, ein Coupé, Evo und ein GTI in Weiß. Willst du noch sagen, was wir hinten drauf haben? Ja, was haben wir eigentlich drauf? Ein City Sport in Schwarz. So viele Autos gesehen, ich weiß gar nicht, was wir selber geladen haben. Und ein City Pack. In Marineblau Metallic. Mit Alufelgen. Mit Alufelgen. Ja, und da machen wir auch ein Video drüber, weil das ist so die günstigste oder mit einer der günstigsten Varianten von Alxam, also abgesehen vom Min-Auto, was auch gut aussehen kann. Ja, also ich finde den in gerade Marineblau Metallic mit dem silbernen Dach echt gelungen. Und dann noch die silbernen Alufelgen dazu, das sieht schon nicht verkehrt aus. Muss nicht immer volle Pulle sein. Nee, absolut nicht. Die uns bei Instagram verfolgen, wir haben die Abholaktion gestern ausführlich mitgekriegt, glaube ich. Also praktisch live, ne? Ja, wir wurschteln da zu dritt in einen Account rum und jeder macht da irgendwie seinen Senf rein. Aber ich finde es cool, somit könnt ihr ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Und ja, jetzt heute am Donnerstag sind wir wieder hier in Rüthen, wir haben alles abgeladen. Wir haben jetzt endlich wieder einen riesen Lagerbestand an Fahrzeugen, haben schon mal grob aufgestellt. Morgen müssen wir noch ein bisschen Beklebung machen, Preisschilder reinhängen und dann werde ich auch bei Instagram dann die Autos alle mal posten mit Preise, dass das für euch übersichtlicher ist. Ja. Danke an Eichsland Deutschland. Wir haben ein ausführliches Interview gemacht, wie ihr gerade gesehen habt. Nein, ihr habt wahrscheinlich nur einen kleinen Bruchteil gesehen, denn das ist der Knackpunkt. Ich glaube, wir saßen fast eine Stunde mit dem Dieter und mit der Felina zusammen und haben über Leichtkraftfahrzeuge gesprochen. Und mussten das jetzt in diesem Video wirklich einkürzen, sonst wäre das ja völlig aus dem Ruder gelaufen. Ja. Und wir haben uns entschieden, wir legen es in eure Hände. Schreibt mal in die Kommentare, ihr habt jetzt so einen kleinen Ausschnitt gesehen wahrscheinlich, ob ihr das komplette Interview mal so sehen wollt. Dann würden wir separat extra nur ein Video machen, das Interview, und das in der Woche einfach mal reinstellen für euch. Dann könnt ihr euch das angucken. Genau, no, aber das ist eine Option, ja. Schreibt mal rein, ob ihr es wollt oder nicht. Und dann, weil es macht schon Arbeit, weil Alex würde dann nochmal das alles zusammenfassen und zusammenschnibbeln. Jetzt haben wir den Dieter ab und zu wirklich hart gecuttet. Tut uns auch leid, aber ja. Er ist ja wirklich sehr ausschweifend, muss man auch sagen. Nein, aber die Antworten sind wirklich super präzise und dann kommt man schon mal während einer Antwort in einer anderen Geschichte rein. Ist ja ganz normal. Ja, klar. Ja? Aber die Antworten waren top, muss man so sagen. Mussten wir jetzt aber ein bisschen kürzen, um das Video nicht zu lang zu machen. Und die volle Version, wenn ihr das möchtet, können wir auch noch zurechtschnibbeln. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir haben eine Menge Spaß gehabt. Autos sind wieder vorhanden. Stefan ist noch unterwegs. Wir haben nämlich zwei Fahrzeuge nicht vergessen, sondern wir hatten keinen Platz mehr. Da kam eine Nachlieferung bei Eichsland Deutschland. Und da war jetzt ein Auto bei, was wir einem Kunde versprochen haben, was eigentlich in dieser Lieferung bei sein sollte. Aber
wie auch immer. Stefan ist nochmal los, zwei Autos holen und alle Kunden kriegen dann auch ihr Auto. Macht's gut.